Beep, beep. Mahlzeit und herzlich willkommen beim Red Review Videomagazin und einem neuen Review meinerseits. Wir haben in letzter Zeit ja ein bisschen öfter über den Parque de Atracciones in Madrid gesprochen, aber ein Park, den man nicht außer Acht lassen darf, den ich viel cooler finde und viel interessanter, der aber auch in Madrid ist, ist der Park Warner Madrid. Und wer das alte Warner Brothers Movie World in Bottrop vermisst, der muss auf jeden Fall hier hinkommen, denn der Park glänzt noch. Ja, also glänzen nicht, aber er strahlt noch im alten Warner-Look. Und heute geht es um eine Achterbahn, die nicht so krass und groß ist wie die ein oder andere Bahn im Park, über die wir hier aber schon auf dem Kanal gesprochen haben. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schämt euch, benutzt die Suchfunktion. Da gibt es ein paar Reviews zu sehr coolen Achterbahnen. B&M Flawless Coaster. Auch den Parkjack solltet ihr hoffentlich gesehen haben. Aber heute geht es, wie gesagt, um eine etwas kleinere Achterbahn. Und auch diese sollen auf diesem Kanal hier Erwähnung finden. Und die Rede ist von, Achtung, jetzt kommt's, Correcaminos Beep Beep. Und das ist so viel wie, oder heißt übersetzt, Roadrunner Beep Beep. Und ich hoffe, dass ein paar von euch den Roadrunner und den Kojoten noch kennen. Bitte, bitte. Ja, und das Ganze ist eine Mack-Rides-Achterbahn, ein Youngster-Coaster, aber nicht, wie es auf den ersten Blick aussieht, ein Klon von Pegasus aus dem Europapark, die da ja 2006 aufgemacht hat, denn das ist ein Custom-Layout im Europapark, aber es ist trotzdem ein Klon-Layout in Park Warner, da hat aber 2008 eine Bahn aufgemacht, und zwar der Götterblitz im Family Park St. Margarethen, und deswegen ist es auch das Götterblitz Layout, und das wurde dann halt 2009 in Spanien dann mit Roadrunner Beep Beep auch noch ein zweites Mal gebaut, und bis jetzt gibt es nur die zwei Versionen von diesem Standard Layout des Mack Rides Youngster Coasters. Ist aber vom Layout her wirklich sehr 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 ähnlich, oder also ich finde eigentlich, dass es schon fast gleich ist wie halt Pegasus, aber was ich halt an Informationen gefunden habe, ist, dass das halt ein bisschen unterschiedlich sein müsste. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was passiert auf diesen 480 Metern Strecke in der spanischen Wüste? Und dieses Wüstending ist einfach perfekt, weil es passt zum Roadrunner-Style und zu der Thematisierung. Es gibt halt überall Roadrunner-Figuren in dieser Steppe. Und der Zug des Youngster Coasters hat auf dem Frontwagen den Kojoten, und der ganze Zug ist gestaltet wie eine Rakete. Und diese Rakete fällt quasi dann aus 16 Metern Höhe in die Strecke und erreicht bis zu 60 km/h, macht echt mega Spaß, fährt sich super smooth, und wer noch die Roadrunner Achterbahn im Moviepark kennt, das ist nichts dagegen quasi. Klar war das mit den Felsen im Moviepark cooler, aber hier ist halt das Layout und die Streckenführung viel geiler. Und auch die Kapazität von 1000 Leuten pro Stunde, die mit zwei Zügen abgefertigt werden können. Was rede ich? Aber einfach dieses Roadrunner Coyote Theming in eine echte Wüste quasi zu packen. Und das ist so gut geworden, einfach von der Gestaltung. Es sieht ein bisschen aus wie Brachland, aber es passt halt zum Thema, und ich finde das echt nice, eine coole Bahn, ist aber auch wirklich ein bisschen abseits vom Geschehen. Also wenn ihr in dem Park sein solltet, vergesst die Bahn nicht, weil ihr müsst dann in dieses Kinderghetto, und dann ganz am Ende durch ist die Bahn quasi versteckt. Aber macht richtig Bock, und wie gesagt, mir hat es gut gefallen. Und schreibt eure Meinung in die Kommentare zu den Youngster Coastern. Was haltet ihr davon? Und vor allem zu der Nostalgie-Thematisierung in Warner-Style. Hättet ihr da mal Bock drauf?
Die Kommentare gehören euch. Ansonsten guckt euch den Parkcheck an zum Park Warner Madrid. Ich finde den Park einfach nur mega cool. Und ansonsten war es das jetzt. Ich bin raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro Freeze. Red Review. Wie die Magazin. Peace.